In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie eine Beobachtung auf Ornitho melden. Dazu melden Sie sich zuerst mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem persönlichen Passwort bei ornitho.ch an. Wir haben uns bereits erfolgreich angemeldet, unser Name erscheint oben rechts. Wählen Sie nun unter dem Reiter Mitmachen die Option Beobachtungen melden, löschen aus. In der neu erscheinenden Ansicht suchen Sie nun den Ort aus, wo Ihre Beobachtung erfolgte. Erscheint dieser Ort nicht im sichtbaren Bereich auf der Karte, können Sie diese mit der Maus packen und verschieben. Halten Sie dazu die linke Maustaste gedrückt. Mittels der Zoom-Leiste links oben in der Karte zoomen Sie, sobald Sie den gewünschten Ort gefunden haben, so lange durch Klicken auf das Plus-Symbol in die Karte hinein, bis darauf blaue und gelbe Punkte sichtbar werden. Jeder blaue Punkt repräsentiert ein 1x1 Kilometer großes Quadrat. Klicken Sie nun auf den blauen Punkt, der Ihrem Beobachtungsort am nächsten ist. Ihre Beobachtung sollte im gleichen Quadrat liegen wie der angewählte blaue Punkt. Es erscheint ein grauer Kasten, der Ihnen drei Optionen anbietet. Wählen Sie die erste Option, Beobachtungen für diesen Ort anfügen. In dieser neuen Ansicht ist es wichtig, dass Sie alle Felder, die mit einem Stern versehen sind, ausfüllen. Beginnen Sie mit dem Datum. Der Kalender zeigt immer den aktuellen Tag. Sie brauchen das Datum also nur anzupassen, wenn die Beobachtung nicht von heute stammt. Auch die Ortsbezeichnung und dessen Koordinaten sind durch die vorhin erfolgte Auswahl des blauen Punktes bereits eingetragen. Sie müssen also nichts mehr anpassen. Jetzt geben Sie die Anfangsbuchstaben der beobachteten Art in diesem Gebiet ein. Kontrollieren Sie unbedingt die Eingabe im daneben stehenden Feld, wo der ganze Name erscheint. Im letzten obligatorischen Feld geben Sie, wenn möglich, immer die genaue Anzahl der beobachteten Art ein. Ist es einmal nicht möglich, die genaue Anzahl zu ermitteln, dann können Sie über das Feld links von der Zahleneingabe signalisieren, dass die eingegebene Anzahl nur eine Schätzung oder eine Mindestangabe ist. Die zusätzlichen Felder können Sie ausfüllen, müssen aber nicht. Möchten Sie zu dieser Beobachtung noch eine Bemerkung hinzufügen, die jeder Ornitho-Benutzer lesen kann, können Sie diese hier eingeben. Können Sie genauere Angaben zur beobachteten Art bezüglich Alter und Geschlecht machen, sind dafür die drei unten stehenden Kästchen vorgesehen. Sie brauchen nur die Anzahl manuell auszufüllen und bei den Angaben zu Geschlecht und Alter eine bereits angebotene Option auszuwählen. Bei Bedarf besteht die Möglichkeit, weitere Zeilen anzufügen. Klicken Sie dafür auf die unmittelbar darunter stehende Zeile Zusätzliche Individuen anfügen. Möchten Sie, dass diese Meldung nur für Sie und die Vogelwarte sichtbar ist, klicken Sie einfach auf das Kästchen vor der Bemerkung Geschützte Beobachtungen und ein Häkchensymbol erscheint. Zuletzt finden Sie unter dem Titel Zusätzliche Angaben Infos die Zeile Atlascode. Wenn Sie die Standardoption, falls erforderlich Liste anbieten, belassen, fordert Sie Ornitho automatisch auf, einen Atlascode zu setzen, sobald die Beobachtung in der Brutzeit der gemeldeten Art liegt. Dazu kommen wir in wenigen Augenblicken. Haben Sie nun alle obligatorisch und optional auszufüllenden Felder bearbeitet, klicken Sie auf den Button Speichern. Falls ein Atlascode erforderlich ist, erscheint nun, wie in unserem Fall, eine Liste mit den Atlascodes. Wählen Sie den höchsten Atlascode aus, der auf Ihre Meldung zutrifft. So verfahren Sie mit allen weiteren Arten, die Sie innerhalb dieses Kilometerquadrates beobachtet haben. Nachdem Sie jeweils den Button Speichern angeklickt haben, erscheint die soeben eingegebene Meldung in der rechten Spalte Ihre letzte Meldung. Möchten Sie nachträglich Ihre Meldung ändern oder bearbeiten, so klicken Sie mit der Maus auf das Bleistiftsymbol rechts neben dem Artnamen. Möchten Sie Ihre Meldung löschen, so klicken Sie auf das Symbol mit dem Abfalleimer rechts neben dem Artnamen. Ihre wertvollen Meldungen sind nun online auf ornitho.ch und stehen Ihnen, der Vogelwarte und den Ornitho-Benutzern zur Verfügung.